Und zugeschaltet aus Köln ist uns jetzt Professor Christoph Schönberger. Ich muss das jetzt ablesen, weil der Titel ist intensiv. Professor für Strafrecht, Staatsphilosophie und Recht der Politik. Grüße Sie also in die Domstadt. Lassen Sie uns ein bisschen genau auf das gucken, was da jetzt vor uns liegt. Machtfragen in der Krise zu klären. Wie schlau ist das Timing? Also, wir haben ja in dieser Pandemie bis jetzt erlebt, dass Bund und Länder in diesem Konglomerat von Kanzlerin- und Ministerpräsidentenkonferenz agiert haben. Und die Fähigkeit dieses Konglomerats, sozusagen die Pandemie zu steuern, die ist jetzt offenbar erschöpft. Insofern bleiben nicht viele andere Möglichkeiten und der Übergang auf eine stärkere Steuerung durch den Bund scheint mir eigentlich politisch unvermeidlich. Damit haben Sie sozusagen in Ihrer ersten Antwort gleich so eine kleine Kerbe auch noch gehauen in das Gremium Bund-Länder-Runde nicht so richtig erklärt und auch häufig kritisiert. Man könnte fragen, wie falsch war das? Sie sagen, das war auf jeden Fall falsch. Aber jetzt will man ja ein bisschen rauskommen aus diesem Modus und die Sache anders aufsetzen. Also mehr Kompetenzen beim Bund, Infektionsschutzgesetz ändern. Da müssen wir natürlich wieder fragen, wie kann man das handwerklich sauber aufsetzen, damit das auch haltbar und stabil ist? Es gibt ja wohl grundsätzlich zwei Wege, wie auch Bundestagspräsident Schäuble das gestern erläutert hat, also den Weg mit und den Weg ohne Bundesrat. Was würden Sie als eine saubere Variante erachten? Also man muss erstmal sagen, es gibt eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das Infektionsschutzgesetz. Der Bund kann also in sehr großem Umfang die pandemiebezogenen Maßnahmen selbst treffen. Da ist natürlich dann der Weg der Bundesgesetzgebung zu beschreiten. Normalerweise brauchen diese Regelungen keine Zustimmung des Bundesrates. Das ist nach dem Grundgesetz nicht erforderlich. Es handelt sich um Einspruchsgesetze und der Bundesrat kann Einspruch einlegen und das Ganze verzögern, aber im Ergebnis wird sich der Bundestag durchsetzen. Wenn man schnell handeln will, ist es allerdings natürlich klug, sich mit der Bundesratsmehrheit ins Benehmen zu setzen, damit die auch keinen entsprechenden Einspruch einlegt und das Ganze tatsächlich innerhalb etwa einer Woche tatsächlich durch den Gesetzgebungsprozess durchgeschleust werden kann. Das geht. Das wäre denkbar sozusagen in der Abkürzung der Fristen, also einer ersten Lesung und dann einem Verzicht auf die zweite Lesung, keiner echten Befassung mit den Ausschüssen. Dann könnte man das sozusagen binnen der nächsten Woche. Das hat auch Herr Schäuble durchaus angedeutet. Trotzdem liegt ja eine Gefahr da drin, egal wie das jetzt handwerklich aufgesetzt ist. Wie könnte man die eingrenzen? Die Gefahr bestünde ja darin, dass sozusagen der Krisenmodus dann irgendwann zum Normalfall wird. Ist diese Gefahr ausgeräumt oder wie stark sehen Sie diesen Punkt? Also ich sehe das jetzt eigentlich nicht als Krisenmodus, als Normalfall. Ich sehe es eigentlich als eine Rückkehr zu unserem normalen Gesetzgebungsverfahren. Denn es ist ja in der Hand des Bundes, die entsprechende Pandemie-Gesetzgebung zu machen. Die bisherige Technik, dass man dann Verordnungsermächtigungen gemacht hat und das dann auf die Länder delegiert hat, das war ja eigentlich etwas, was wir unserem System normalerweise fremd ist. Ich sehe also eigentlich eine Rückkehr zur Normalität, nämlich Gesetzgebung, die auf der Bundesebene gemacht wird und auf der Bundesebene auch verantwortet wird. Durch den Bundestag mit der Beteiligung des Bundesrates, die aber hier vergleichsweise schwach ist, weil die entsprechende Gesetzgebung nicht zustimmungspflichtig ist. Da sehe ich jetzt eigentlich gar keine Verstetigung der Krise, sondern eher eine Rückkehr zur Normalität der Gestaltung dieser entsprechenden Pandemie durch den Bund. Okay. Insofern würden Sie auch sagen, da verschiebt sich jetzt nicht dauerhaft etwas in Deutschland, was die Machtfrage angeht, sondern wir sind jetzt sozusagen wieder im sauberen, im Parlamentarismus vorgesehenen Weg in der Gewaltenteilung drin. Trotzdem gibt es viele, die jetzt, und Sie haben die Schlagzeilen natürlich auch gelesen, Entmachtung der Ministerpräsidenten etc., die jetzt unser Modell des Föderalismus in Gefahr sehen. Wie groß sehen Sie diese Gefahr? Also ich sehe diese Gefahr nicht. Man muss, glaube ich, noch einmal sagen, die bisherige Form der Pandemiesteuerung war ja nicht etwa die, die nach dem Grundgesetz vorgesehen ist. Die Ministerpräsidentenkonferenz ist ein rechtlich sozusagen nicht existentes Gremium, sondern es ist ein faktisches Treffen. Und die Tatsache, dass die zentralen Entscheidungen der Pandemie auf ein Gremium ausgelagert wurden, das in keiner Weise vom Grundgesetz vorgesehen ist, nicht durch das Grundgesetz verboten ist natürlich, aber eben nicht vorgesehen ist durch das Grundgesetz, scheint mir nicht die Normalität unseres Föderalismus zu sein.
Die Normalität ist hier jedenfalls Bundesgesetzgebung, die dann durch die Länder vollzogen wird. Natürlich müssen nachher Landesbehörden die entsprechenden Maßnahmen vollziehen. Das wird auch in Zukunft so sein. Aber dass es einen Konsens der Ministerpräsidenten braucht für jede Pandemiemaßnahme, das ist vom Grundgesetz keineswegs vorgesehen. Und wenn man hinter diese sozusagen bisherige Praxis wieder zurückgeht und zur Normalität des Grundgesetzes zurückkehrt, scheint mir das in keiner Weise föderalismusgefährdend. Wunderbar, Professor Schönberger, da bleibt uns am Ende sozusagen die Hoffnung auf die Konsequenz der Landesbehörden, so wie Sie das beschrieben haben, in der Durchsetzung der Maßnahmen. Ich bedanke mich für Ihre Einschätzungen. Das war Professor Christoph Schönberger, Professor für Staatsrecht, Staatsphilosophie und Recht der Politik, zugeschaltet aus Nordrhein-Westfalen. Danke Ihnen. Guten Abend. Bitteschön.